أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ihr werdet euch wundern. Ihr denkt vielleicht, dass einer 30, 40, 50 Jahre Allah konstant angebetet haben muss, damit er ein gutes Ende bekommt. Unser Sheikh aus Ägypten erzählt, eines Tages war er bei der Hajj. Möge Allah Azzawajal uns allen die Hajj ermöglichen. Amen. Und dieser Sheikh ist bekannt, er ist im Fernsehen und so weiter und so fort. Dann kam eine Person auf ihn zu vom Weitem und er lief auf ihn zu. Der Sheikh sagt, er war rasiert, hatte einen Schnurrbart und dann kam er und hat mich geküsst und dabei mein halbes Gesicht mit abgerissen, inklusive mein Bart. Allahu Akbar. Er sagte, ja Sheikh, du glaubst nicht, wie sehr ich dich liebe. Und wenn ich in der Shisha-Bar sitze, ist der genussvollste Zug, während ich dich im Fernsehen sehe. Und er sagt, der Sheikh, der hat zum Hajj einen Koffer mitgebracht, wo er seine Shisha-Pfeife und alle Materialien mitgebracht hat. Jack. Möge Allah Azzawajal uns Wissen geben. So hat er gesagt, ja Sheikh, ich werde dich nicht mehr aus den Augen lassen. Ich will mit dir zusammenbleiben. Der Sheikh erzählt dann, wir haben langsam angefangen, ihn zu verbessern. Nach 2 Tagen haben wir ihm gesagt, schau mal, deine Shisha, die du rauchst, das passt nicht zu dir. Also haben sie kaputt gemacht und ihm gesagt, ab jetzt rauchst du keine Shisha. Nach weiteren 2 Tagen haben sie ihm gesagt, rasier dein Bart nicht mehr. Er sagt, ich bereue gegenüber Allah. Und passt auf, Allah im Adim, es gibt Leute, die warten nur auf eine Nasiha von einem Gläubigen, auf einen guten Ratschlag von einem Gläubigen, aber nicht eine Erniedrigung. Ich rede über einen Ratschlag, denn manche sagen, hey, hey. Hast du reden gelernt? Diese Person hat das mit Sicherheit nicht für Allah. Schaut mal, wie leicht er es angenommen hat. Er sagte, den ersten, zweiten Tag haben wir seine Shisha kaputt gemacht. Nach weiteren 2, 3 Tagen haben wir ihm gesagt, lass dein Bart wachsen. Nach 3, 4 Tagen haben wir ihm gesagt, lies regelmäßig im Koran. Sie haben ihn vorbereitet. Und subhanallah, die Tage vom Hajj beginnen. Es waren insgesamt 10, 11 Tage, sagt der Sheikh, wo ich mit diesem Mann zusammen war. Dann haben wir die ganzen Riten gemacht. Und wir waren kaputt, sagt der Sheikh. Dann sagte dieser Mann zu ihm, und sie waren in der Ihram-Kleidung, ihr wisst, die Ihram-Kleidung sind 2 Tücher. Für Männer, ja? Weil ein Bruder sagte mir, letztens war eine Frau im Ihram-Zustand. Wallahi, der Jelly ist unglaublich. So eine Afrikanerin, die kann so im Ihram-Zustand. Wallahi, und ich habe zuvor den Brüdern gesagt, als wir die Hajj-Unterrichte gemacht haben, ich habe ihnen gesagt, ihr sollt euch nicht wundern, es wird eines Tages eine Frau im Ihram-Zustand kommen. Und sie hat das wirklich mit diesen Ihram-Tüchern gemacht. Er sagte, wir hatten noch die Ihram-Tücher an. Dann sagte der Sheikh, wir waren fix und fertig. Wir haben Tawaf gemacht, wir haben Sa'i gemacht, wir haben unsere Haare rasiert. Dann sagte dieser Mann zu ihm, ja Sheikh, lass uns so Hijr Ismail gehen, das ist gleich neben der Kaaba, und dort 2 Raka'a beten. Der Sheikh sagte zu ihm, Barakallahu fik, lass uns erstmal ausruhen. Wir haben seit 3 Tagen unsere Klamotten an, wir wollen uns etwas ausruhen, duschen, frisch machen und dann können wir immer noch. Er sagt, Wallahi, ja Sheikh, ich möchte unbedingt dort beten. Der Sheikh sagt, Subhanallah. Dann sind wir durch die ganzen Menschenmenge gegangen, jeder hat auf uns getreten. Und ihr wisst, da sind Millionen von Leuten, Millionen. Er sagte, als wir dort angelangt sind, hat dieser Mann sich niedergeworfen. In Hijr Ismail, was er begehrt hat. Und er sagte, als er diese beiden Rak'a gebetet hat, so kam er nach der 2. Rak'a nicht mehr herauf. Allah hat seine Seele genommen. Das war ein Mann, der 10 oder 11 Tage praktizierend war. Deswegen weh dir, dass du jemanden anschaust und sagst, was ist das für eine Person? Was hat er nur für eine Stellung? Weh dir. Wallahi, vielleicht ist er besser als du. Der Sheikh sagt, ja Allah, du lässt ihn so sterben. Ich will auch. Lass mich auch so sterben jetzt. Wallahi, der Sheikh sagt selber, und das ist ein bekannter Da'ia in der ganzen Welt. Er sagte, Wallahi, ich sage euch, diese Person ist besser als ich. Diese Person ist besser als ich.
Du weißt nicht. Es gibt zwischen einem Sünder und Allah Geheimnisse, niemand kennt sie außer Allah. Es kann sein, dass einer ein Sünder ist, aber wenn er bereut, dann bereut er aus tiefstem Herzen. Wallahi, manchmal rufen mich Leute an und er hat eine Sünde gemacht. Und ich merke das am Telefon. Er weint die gesamte Zeit. Er kann sich nicht halten. Was darauf hindeutet, dass es ihm wirklich leid tut. Und ja, Ikhwan, nicht wir akzeptieren die Reue, sondern Allah. Wenn es nach manchen Leuten geht, Wallahi, sie wollen bestimmen, ob die Reue von einer Person akzeptiert wird oder nicht. Aber die Sache ist nur in der Hand von Allah Azza wa Jalla.